Herzlich willkommen bei Fitorial mit einem neuen Motivationsvideo. Ich klinge noch richtig verpennt, das liegt daran, weil ich noch richtig verpennt bin. Es ist, ja, glaube ich, gerade mal so 8 Uhr. Rosie, ich muss kurz ein Video machen. Geht das klar? Ja. Wie schafft man es trotzdem, sich morgens zum Sport zu motivieren? Bei mir ist es ein ganz einfacher Trick. Ich muss mir das am Vortag schon vornehmen. Also, weil morgens, wenn ich aufstehe, habe ich eigentlich gar keinen Bock. Aber gestern habe ich mir gesagt, ich mache das heute. Also, dann steht man auf und hat eigentlich schon wieder nicht mehr so richtig die Wahl. So, wir haben aktuell 19 Grad. Auch nicht so jetzt der Temperaturwahnsinn, dass man denkt, ich möchte mich jetzt in die Wellen schmeißen. Aber wie gesagt, vorgenommen ist vorgenommen. Also, Schwimmsachen eingepackt, jetzt eine Runde schwimmen und dann unsere schönen 5 Übungen. Jetzt habe ich Rosie voll eine Kopfnuss verpasst. Aber ist egal, solange ich sie füttere, bin ich, glaube ich, immer noch der Star. Ne, Rosie? Miau. Miau. Das ist eigentlich ein Blödsinns-Motivationsvideo. Wer hat denn schon mehr vor der Tür? Also wenn ihr morgens aufsteht. Dann geht doch einfach die 200 Meter bis zum Meer und geht schwimmen. Hä, seid ihr doof? Das ist doch voll cool. Guten Morgen! Melli ist der größte Hundefan. Guck, der geht jetzt mit uns. Gehst du mit Sport machen? Klingt immer schon wie so ein Monster. Und ein bisschen voll sauer. Voll sauer? Ja, meine Hand jetzt. Der zeigt uns jetzt den Weg. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, wie es zum Meer geht. Wie ich eben angekündigt habe, ist es ja immer am besten, wenn man sich vorher etwas vornimmt. Deswegen heißt es ja auch vornehmen und nicht nachnehmen. Nachnehmen kann man beim Essen. Wenn man sich was vorgenommen hat, darf man später auch nachnehmen. Wenn man sich was vorgenommen hat, kann man später auch beim Essen was nachnehmen. So, jetzt überlege ich mir, da hinten ist so ein, ich weiß nicht, ob man das sieht, da ist so eine Bojenschnur. Die grenzt so ein bisschen ab wo die Haie sind. Hier sind keine Haie. Jetzt ist die Frage, wie oft schwimme ich hin und her? Ich würde sagen, einmal sind schon 100 Meter, oder? So eine 100 Meter Bahn? Vielleicht mehr? Nee, 100 Meter. Viel größer ist doch ein Schwimmbecken nicht. Ein Schwimmbecken ist 50. Ja, aber dann Schwimmbetten. Schwimmbetten, 2 Stück. Okay, sagen wir mal irgendwas zwischen 100 und 120 Metern. Ja. So. Wie viele Kilometer will ich denn schwimmen? Kilometer. Tja. Ich schwimme erstmal dahin, dann 1, 2, 3, 4 und zurück, dann bin ich ja bei 400-500 Metern. Genau. Ich nehme mir 400-500 Meter jetzt zum Frühstück so vor. Und Melli schwimmt auch. Ich gehe ins Wasser, das ist mein Vornehmen. Siehst du? Jeder hat so seine anderen Goals. Und? Strahlt schon. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Geschafft. Wie ich es gesagt habe, ich habe mir die 4 Bahnen ungefähr 500 Meter vorgenommen und das war auch gut so, denn ich habe so nach der dritten Bahn wirklich gedacht, jetzt wird es richtig, richtig anstrengend. Aber wenn man es sich vorgenommen hat, dann muss man es eben auch durchziehen, weil sonst muss man sich das Scheitern ja auch eingestehen und das ist irgendwie kein schönes Gefühl, ne? Melli, du hast ja eben auch schon gesagt, hättest du dir das nicht gestern schon vorgenommen, dass du heute mitkommst? Heute Morgen? Ich wäre im Bett liegen geblieben. Ja, deswegen, ihr wisst es beide, ich bin kein Fan großer Pläne. Jetzt kommt erstmal Lachen. Aber so Mini-Pläne. Mini-Pläne, sich ein bisschen was vornehmen. So 2 Stunden vorher. Ja, oder 8 Stunden, vorm Schlafen. Vorm Schlafen. Dann kann man beim Schlafen nicht mehr so viel drüber nachdenken. Dann kann man nicht mehr viel drüber nachdenken und am nächsten Morgen hat man erstmal gar keinen Bock. Aber ja, dann ist der Plan ja schon fertig gewesen.
nicht fallen. So, jetzt gibt es noch eine Runde Mini-Zirkeltraining. Mini-Mini. Heute ist Tag der Mini-Einheiten und danach das wohlverdiente Frühstück. Ich möchte aber noch sagen, dass wir unsere Ziele auch erreichen. Ja. Ja? Hast du deine 200, 300 Meter, was wolltest du machen? Ich bin einmal hin und wieder zurückgesprungen. Ja. Was sagt Baubau dazu? Haben wir gut gemacht? Da ist wieder so ein geiler Psychoblick drauf.